Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tanner, der einzig wahre Nachleser für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tanner, wie ich ja angekündigt habe, wenn es offiziell von Hertha BSC zum Fall Marius Gersbeck irgendwelche neuen Informationen gibt hinsichtlich Begnadigung, ja, nein, vielleicht, dann würde ich nochmal ein Sondervideo machen. Und so ist das dann heute auch. Dieser wunderschöne Indian Summer lässt mich also heute einen Tag vor der deutschen Einheit hier tatsächlich wunderbar noch draußen sitzen. Es ist angenehm, es ist mild, es ist herrlich und man kann dann ein solches Video eben einfach auch mal im Freien drehen. Oder wie geil ist das denn? Ja, Thema Marius Gersbeck. Das Thema hat natürlich seinerzeit und danach auch immer weiterhin sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Gut, ist ja auch verständlich, ja, aufgrund dessen, was da so vorgefallen ist, gar keine Frage. Und die Hertha-Gemeinde, ja, ist also extrem gespalten. Ich kriege das hier nun auch mit auf meiner Seite, der Herthaner Facebook, und natürlich auch auf allen anderen Facebook-Seiten, die sich mit Hertha befassen. Es ist schon Wahnsinn, wie weit da wirklich die Meinungen auseinandergehen. Das ist enorm, das ist extrem. Also man kann wirklich sagen, die Hertha-Gemeinde ist komplett gespalten. Ja. Wie das jetzt prozentual genau aussieht, kann ich gar nicht mal so genau sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber bitte, das kann trüben. Ich habe ja jetzt keine wissenschaftliche, mathematische Erhebung gemacht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Mehrheit, das muss keine große sein, aber dass so eine gewisse Mehrheit doch vielleicht eher auf der Seite steht, die sagen, nee, komm, Gersbeck, nichts, geht nicht mehr, ne, weg. Ich weiß es aber nicht, ne? Deswegen, das ist jetzt nur so eine Vermutung von mir. Ja, heute, ich habe jetzt auch so lange abgewartet, es stand ja zwar schon in der Presse drin, aber heute war ja dann die offizielle Mitteilung von Hertha BSC. Ich habe um 17 Uhr die E-Mail bekommen. Also Presse, ne, wusste das alles natürlich schon vorher, deswegen hier verrät man auch keine Geheimnisse, ja. Und da wurde dann gesagt, Marius Gersbeck soll eine zweite Chance bekommen. Thomas Herrich hat sich diesmal ein bisschen geschickter geäußert. Ich hatte das ja auch kritisiert bei mir auf Facebook, dass das natürlich völlig daneben war, als er gesagt hat, ja, das Gericht hat offenbar eine geringe Schuld gesehen und deswegen das Verfahren eingestellt. Ist natürlich vollkommener Bullshit. Ja. Man muss im Prinzip dieses Verfahren in Österreich in etwa vergleichen mit Deutschland, wenn man sagt, das ist eine Einstellung, ja, des Strafverfahrens wegen weiteren mangelnden öffentlichen Interesses, ja, und das unter der Auflage der Zahlung einer Geldbuße, in dem Fall von 40.000 Euro. Ne. Und warum mangelte es für die Richterin dort in Österreich am öffentlichen Interesse? Naja, weil offenbar erstens das Opfer so weit wohl wieder genesen war und keine bleibenden Schäden geblieben sind. Gott sei Dank, also dafür wirklich auch nochmal ganz klar, also da sind die Gedanken natürlich auch von uns, bei dem Opfer, und da freuen wir uns alle, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, was durchaus hätte passieren können, ja, bei dieser Geschichte. Das Zweite war, dass sich Gersbeck im Vorfeld bereits mit dem Opfer darauf verständigt hat, ihm wohl in der Größenordnung von einem höheren sechsstelligen Betrag, also wie hoch der jetzt genau war, wissen wir alle nicht, aber ihm also sozusagen ein Schmerzensgeld zu zahlen, ja, das hat er freiwillig mit dem Opfer vereinbart, damit war das Opfer dann auch einverstanden, und er hat vor Gericht also die ganze Sache, die da passiert ist, eben auch zugegeben, also sprich, er hat Schuld auf sich genommen, gesagt, das war mein Fehler, das war ganz bekloppt und bescheuert und mies, was ich da gemacht habe, es tut mir leid, und ich denke mal, vor dieser Gemengelage, ja, kann man durchaus verstehen, dass eine Richterin sagt, okay, gut, in diesem Falle haben wir jetzt auch nicht mehr ein großartiges Interesse, den Fall jetzt strafrechtlich weiter zu verfolgen, weil es die Öffentlichkeit womöglich auch nicht hat, weil es wurde ja eine Entschädigung gezahlt. Und da geht es jetzt nicht um die 40.000, ne? Die gehen an Vater Staat in Österreich, ne? Das ist eine Geldbuße, ne? Die geht an Staat, aber es ging ja um diesen höheren sechsstelligen Betrag, der also
dem Opfer zugute kam von Gersbeck. Von daher hat man sich dann darauf verständigt gesagt, gut, okay, wir sehen jetzt da nicht unbedingt eine zwingende Notwendigkeit, diesen Fall weiter zu verfolgen. Aber natürlich ganz klar, und deswegen war das auch von Herrich total bekloppt, was er da gesagt hat, gering war die Schuld nicht. Das hat die Richterin auch nochmal ganz klar deutlich gemacht. Aber gut, sie hat dann das Verfahren eingestellt und mit einer Geldbuße von 40.000, was ja letzten Endes von der Größenordnung her auch bei einem Marius Gersbeck völlig angemessen ist. Ja, gar kein Thema. Ja. Also wenn man das auf Tagessätze runterbrechen würde, ja, sagen wir mal, wenn man nicht vorbestraft ist, ist ja maximal 90 Tagessätze. Ja, wenn er 500 Euro am Tag wären, 45 Tage, das wäre ja eigentlich viel zu wenig, ja, bei Gersbeck. Aber okay, sei es jetzt drum. Richterin hat gesagt, 40.000, das passt. Und damit ist die Sache erledigt. Ja. Das heißt also jetzt, was ich vorhin sagen wollte, also ich lese das hier mal eben aus der Mail. Herrich hat sich jetzt dann ein bisschen besser geäußert, ja, und nicht mit so einem komischen Spruch, der wirklich daneben war, das muss ich auch sagen. Heute hat er gesagt, seit der Einstellung des Verfahrens gegen Marius Gersbeck ist klar, dass es nicht zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommt. Auch uns als Club gegenüber hat Marius Gersbeck Einsicht und Reue gezeigt. Dennoch verurteilen wir seine außerdienstlichen Verfehlungen weiter auf das Schärfste und haben selbstverständlich nie aus dem Blick verloren, dass der Geschädigte ernste Verletzungen davongetragen hat. In den vergangenen Tagen haben wir Rücksprache mit unseren Gremien gehalten und dies thematisiert. Marius bekommt eine zweite Chance. Seine Suspendierung wird aufgehoben. Er erhält vom Verein jedoch eine Abmahnung und eine empfindliche Geldstrafe. Also die kommt jetzt sozusagen nochmal on top. Wird er verkraften können, denke ich mal. In absehbarer Zeit wird Marius aber wieder unter Auflagen am Trainingsbetrieb der Lizenzspielermannschaft teilnehmen. Darüber hinaus hat sich Marius dazu verpflichtet, sich fortan sozial zu engagieren und seine Erfahrungen aus dieser Verfehlung weiterzugeben. Marius hat dann auch noch was dazu gesagt, aber gut, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Also die ihr Mitglieder seid, habt die Mail bekommen, und die ihr nicht Mitglieder seid, im Prinzip geht es bei Marius da auch nochmal um Entschuldigung zu bitten für diese Geschichte und dass er sich halt eben demütig freut, da dann doch nochmal diese zweite Chance zu bekommen. Ja. Und ja, ihr wisst ja meine Meinung dazu. Ich habe es bei Facebook geschrieben und an anderer Stelle, glaube ich, hier sogar auch schon mal erwähnt. Ich weiß es gar nicht genau. Nee, da habe ich erst mal gesagt, dass wir erst mal abwarten müssen, ne, was überhaupt aus der Sache wird. Genau, nun haben wir abgewartet, nun ist die Sache klar. Bei Facebook habe ich mich schon vor ein paar Tagen dazu geäußert, als dieses Urteil, also was ist das Urteil, war ja kein Urteil. Ne? Also er gilt ja weder als verurteilt, ne? Er ist nicht vorbestraft, aber natürlich ist er auch nicht freigesprochen worden. Ne? Das ist eben so, wenn ein Verfahren vor Gericht eingestellt wird. Dann gibt es weder einen Schuldspruch noch einen Freispruch. Ja. Auch das muss man ja vielen Nicht-Juristen erstmal erklären. Von daher, ich habe mich ja dazu geäußert und gesagt, okay, für mich ist der Fall damit durch. Jeder hat eine zweite Chance verdient, auch er. Er muss sich aber natürlich mindestens hinter Tjaak Ernst einordnen, auch vielleicht hinter unserem zweiten Mann. Ja, das ist ganz klar. Also das kann jetzt nicht sein, dass er nun plötzlich jetzt der große Zamperdude am Tor ist. Warum auch? Wir haben gute Keeper. Ne? Also da muss er sich jetzt erstmal wirklich auch sportlich beweisen. Ja, und dann halt zu diesem Thema zweite Chance. Ne? Wie gesagt, viele sagen ja, nein, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und viele begründen das ja auch mit der Geschichte, so Werte von Hertha BSC, keine Gewalt und so, ja, alles okay. Aber ich will es mal so sagen. In einer demokratischen Gesellschaft wie der unseren, ja, und auch in einer toleranten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die nicht ausgrenzen will, ja, und soll, in einer Gesellschaft, die die Hand reichen soll und nicht das Beil rausholen soll. In einer solchen Gesellschaft ist es ja schon seit Jahrzehnten üblich, dass wir dahergehen und alles versuchen, um ehemalige Straftäter, ja, die also im Gefängnis gesessen haben, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre oder länger, dass wir die nach ihrer Entlassung, egal was sie im Prinzip getan haben, ja, ob es der Banküberfall war, ob es der Totschlag war, ob es der, ja, keine Ahnung, was auch immer es gewesen sein mag, ist ja im Prinzip das Credo unserer Gesellschaft zu sagen, wir geben
diesen Straftätern, wenn sie dann wieder aus dem Gefängnis kommen, eben eine zweite Chance. Wir versuchen alles, damit sie wieder integriert werden können in die Gesellschaft. Wir wollen sie nicht dort stigmatisieren und da lassen, wo sie gerade sind, weil dann hilft es weder den ehemaligen Straftätern, noch hilft es der ganzen Gesellschaft, ja, wenn die da weiter irgendwo in einer solchen ausgegrenzten Blase sind. Ja. Also wenn wir uns alle einig sind, ja, und da lassen wir jetzt mal diese Diskussion, ja, Härte hat Werte und so weiter, und die hat Gersbeck mit Füßen getreten, deswegen können wir ihn jetzt hier nicht mehr haben und gebrauchen. Lass uns doch mal mehr auf dieses Thema kommen, auf das Thema kommen, dass wir eine Gesellschaft doch sein müssen, in der es möglich ist, dass wir halt eben ehemaligen Straftätern die Möglichkeit zur Integration, zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft geben. Und wenn wir dort d'accord sind, dass wir alle sagen, ja, das müssen wir tun, ne? Das ist ja auch gerade so einer der Pfeiler einer humanistischen Gesellschaft, dann können wir doch nun nicht dahergehen und bei Marius Gersbeck eine Ausnahme machen, der nicht mal verurteilt worden ist, obwohl natürlich sicherlich das, was er gemacht hat, hatte durchaus verurteilenswert gewesen wäre. In welcher Höhe jetzt, das lassen wir mal außen vor, das hätten Gerichte zu entscheiden gehabt. Aber wenn dann halt eben auch noch wirklich dieses Shake-Hands passiert ist im Gerichtssaal, wenn vorher es zu dieser Zahlung gekommen ist, die der freiwilligen Zahlung von ihm in einer ziemlich hohen Größenordnung an das Opfer und er die Sache zugegeben hat, und wenn dann das Gericht gesagt hat, gut, in Gottes Namen, wir stellen das ein, zahlt 40.000, und ne, aber Vorsicht, ne? Hier bei uns in Österreich haben wir ein Auge auf dich, ja, wenn du hier wieder mal einreist. So, also bitteschön, wenn das gewesen ist, bitteschön, was spricht denn jetzt dagegen, diesen Marius Gersbeck jetzt so zu stigmatisieren und ihn schlimmer darzustellen als einen, weiß ich nicht, einen Drogenhändler, einen Menschenhändler, einen Vergewaltiger oder sonst irgendwas. Also ich finde, da muss man schon auch irgendwo mal ein bisschen differenzieren und auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, meine lieben Freunde, das ist wirklich meine Meinung. Deswegen unterstütze ich die Entscheidung von Hertha BSC, von den entsprechenden, von den Gremien, ne, ich weiß ja nicht, wird ja wahrscheinlich Präsidium, Aufsichtsrat und so weiter, die werden da sicherlich alle involviert gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine einstimmige Sache gewesen ist, vermutlich nicht. Ich schätze mal, klar, Bernstein und Co. im Präsidium, die werden dafür gewesen sein. Ja, Herrich auch. Und im Aufsichtsrat, ich denke mal, das wird vielleicht so halbe gewesen sein, vielleicht ein bisschen zugunsten Gersbeck, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, ne? Das ist nur so mein Tipp. Also ganz einstimmig wird ja sowas nie, vor allen Dingen wäre es ja schon erstaunlich, wenn sich dort wirklich eine, sagen wir mal, qualifizierte Mehrheit für Gersbeck ausgesprochen hätte, wenn wir einfach mal hier unsere Fangemeinde sehen, ne? Wie zerstritten die da bei dem Thema sind, Wahnsinn. Also, wie gesagt, nochmal, ich bin der Meinung, das ist die richtige Entscheidung, das ist gut so, und auch das passt zu den Werten eines Vereins, Menschen nicht fallen zu lassen und eben auch wenn sie Verfehlungen hatten und sich dafür aufrichtig entschuldigt haben oder um Entschuldigung gebeten haben und alles gemacht haben von ihrer Seite, was möglich war, um diesen Schaden in irgendeiner Weise wieder gut zu machen, dann gehört es auch zu den Werten eines Vereins, genau so zu handeln, wie wir das jetzt gemacht haben, und das finde ich richtig, aber bitteschön, ganz klar, er hat sich hinter Ernst und womöglich auch hinter unserem zweiten Keeper, ich will jetzt den Namen nicht aussprechen, weil ich immer Probleme mit habe, wenn ich ihn falsch ausspreche, ist mir jetzt peinlich. Ja? Also hinter unserem zweiten guten Keeper, ja, unserem ganz jungen, da hat er sich einzureihen, und dann muss man eben gucken, wie er dort sich im Training macht und so weiter und wie er auch den jungen Spielern mit seiner ganzen Erfahrung weiterhelfen kann. Und bitte, ja, na klar, wenn es dann irgendwann soweit ist und einer ist mal erkrankt oder verletzt oder hat eine Sperre oder wie auch immer, dann gucken wir mal, wann es dann irgendwann mal den ersten Einsatz auch von Marius Gersbeck bei uns wieder geben kann in der ersten Mannschaft. Jetzt kann er sich da erstmal auch in der U23 beweisen. Ja? Gut, meine lieben Freunde, das war's von meiner Seite zum Thema Begnadigung von Marius Gersbeck. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wie gesagt, genießt es ja morgen auch nochmal richtig schönes Wetter. Ja, also ich freue mich drauf. Und dann macht es gut und wir hören es dann natürlich und sehen uns nach unserem Spiel in Gelsenkirchen. Das ist übrigens aber erst am kommenden Sonntag. Ja? In dem Sinne, macht's gut, meine lieben Freunde. Alles Liebe, alles Gute. Hau hier. Ciao.